Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bete dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Der Advent ist, jedenfalls seiner Zielsetzung entsprechend, eine stille Zeit, eine Zeit der Vorbereitung auf die Geburt Jesu, des göttlichen Erlösers. Damit kontrastiert, wir nehmen es bei jedem Gang durch die Straßen und Plätze unserer Städte wahr, die Geschäftigkeit dieser Wochen, die vielen bloß noch die Vorweihnachtszeit ist. Hektik allenthalben, etwas aufgelockert und verschönert, durch den Duft von Glühwein und gebrannten Manteln auf den schon eröffneten Weihnachtsmärkten. Wer all diesem Trubel entgehen möchte, wird sich bemühen, sich auf das Wesentliche dieser Adventszeit zu konzentrieren und all die glitzernden Ablenkungen möglichst wenig an sich heranzulassen. So liegt es nahe, sich in die Innerlichkeit zu begeben, die dem Charakter des Advent besonders eigen zu sein scheint. Hören wir nun das heutige Evangelium, könnten wir etwas erstaunt sein. Da spricht Jesus von der großen Ernte und den wenigen Arbeitern, von der Dringlichkeit, vom Herrn der Ernte, weitere Arbeiter für diese seine Ernte zu erbitten. Passt dieser Text nicht besser in den Sommer, dann, wenn die Felder tatsächlich reif zum Abernten sind? Seit wann erntet man im Winter, wenn es kalt und unwirtlich ist? Es trifft sich gut, dass wir diesen Text gerade heute hören, am Gedenktag des heiligen Franz Xaver, eines der ersten sechs Gefährten des heiligen Ignatius, des großen Missionars in Indien, Malaysia, Indonesien und Japan, der dann einsam auf einer kleinen Insel starb, auf der den Zugang nach China erwartete. Schon die Aufzählung der Länder, in denen er unter den schwierigen Bedingungen von damals wirkte, lässt seinen nie erlahmenden missionarischen Eifer erahnen. Sein Arm wird in der Kirche Il Gesù in Rom als Reliquie verehrt, und dieser Arm soll Hunderttausende von Menschen getauft haben. Wir wollen nun keine Statistiken aufstellen und auswerten. Als Faktum bleibt in jedem Fall der Umstand, dass der Heilige des heutigen Tages, unermüdlich und ohne sich selbst zu schonen, für die Ausbreitung des Reiches Gottes tätig gewesen ist. Bei Wind und Wetter, mit Haut und Haaren, Sommer wie Winter, ohne Anschauung der liturgischen Zeit. Er ist uns Vorbild als Arbeiter in der Ernte des Herrn. Was heißt das aber nun für uns heute, für dich und für mich? Wie können wir in diesem Winter, Anfang Dezember 2022, uns um die Ernte und in ihr mühen? Bevor wir gemeinsam mit dir, Herr, einige praktische und konkrete Schritte zu bedenken versuchen, wollen wir zunächst auf etwas sehr Grundlegendes blicken. Denn bei der Arbeit in der Ernte des Herrn geht es nicht primär um Quantität und Effizienz. Entscheidend ist unsere Haltung, unsere Einstellung. Schlicht deshalb, weil unser Mühen und Wollen immer hinter dem zurückbleibt, was objektiv noch zu erledigen gilt. Hören wir den heiligen Franz Xaver, der im Winter 1545 in einem seiner beeindruckenden Briefe aus der Mission schreibt. Wie viele Bekehrungen bleiben wegen des Mangels an Helfern, die sich des heiligen Werkes annehmen, in diesen Ländern noch zu wirken. Zu diesem Zeitpunkt stand er noch zu Beginn seiner Mühen in Indien, hatte dort freilich schon beeindruckende Früchte ernten dürfen. Doch mit ihnen konnte und wollte er sich nicht zufrieden geben. Er wusste, dass Jesus uns nicht aufgetragen hatte, eine bestimmte Zielmarke von Bekehrungen und Taufen zu erreichen, sondern in alle Welt hinauszugehen und alle Menschen zu seinen Jüngern zu machen.
Von der Erfüllung dieses Auftrages sind wir weit entfernt, damals wie heute. Immer noch kennen 4 von 5 Menschen auf dieser Erde Christus nicht. Oder sie sind zumindest nicht seine Jünger. An diesem Punkt können, ja sollen wir kurz innehalten und uns fragen: Bekümmert, erschüttert mich das eigentlich nicht? Wollen wir nicht wenigstens einen Funken jenes heiligen Eifers haben, der den heiligen Franz Xaver erfüllte? Lassen wir ihn nochmals zu Wort kommen. Es packt mich das Verlangen, so schrieb er, in die Universitäten Europas zu stürmen, schreiend mit lauter Stimme, wie einer, der nicht mehr bei Sinnen ist. Alle wollte ich's hören lassen, deren Wissen größer ist als der Wunsch, hier von guten Gebrauch zu machen, und ihnen zurufen, wie viele Seelen vom Wege des Heiles abkommen durch ihre Schuld, wie viele Seelen verloren gehen durch ihre Gleichgültigkeit. Wenn sie mit gleichem Eifer, den sie den Studien zuwenden, auch jene Rechenschaft überdenken würden, die Gott, unser Herr, der einst von ihnen fordern wird, wie viele von ihnen müssten erschüttert sein. Nun magst du einwenden, alles schön und gut, aber ich bin nun einmal kein Missionar, dessen Sendung darin besteht, in fremden Ländern das Evangelium zu verkünden und Menschen für Christus zu gewinnen. Das stimmt natürlich, doch die Betonung liegt auf in fremden Ländern. Missionar, wörtlich Gesandter, ist jeder Christ, dort, wo er lebt und wirkt. Der Auftrag Jesu gilt nicht allein für einige wenige Profis, er gilt für alle. Die meisten deiner Jünger bittest du, Herr, dort, wo sie sind, Zeugnis zu geben. Erinnern wir uns an die Heilung des Besessenen von Gerasa aus dem Markus-Evangelium. Der Mann bat Jesus nach seiner Heilung, dass er bei ihm sein dürfe. Doch der Herr hat ihm gerade das verwehrt und ihn stattdessen aufgefordert: Geh nach Hause und berichte deiner Familie alles, was der Herr für dich getan hat. Dieser Gedanke führt uns nun endlich zum Praktischen und Konkreten. Unser Feld, das es abzuernten gilt, ist unser Alltag. Nun eben in diesen Wochen des Advents. Natürlich ist uns bewusst, dass wir auf Weihnachten zugehen. Und auch du wirst dir einige konkrete Schritte überlegt und vorgenommen haben. Doch wir sollten nicht allein an der Krippe Jesu ankommen. Schließlich ließ sich dort nicht nur ein versprengter Hirte blicken, sondern eine Gruppe. Später kamen dann die Sterndeuter. Nicht ein Einzelner, sondern mehrere. Ob es dann tatsächlich 3 waren, wie es die Überlieferung zumal in Köln angenommen hat, sagen uns die Texte freilich nicht. Nutzen wir einfach diese Tage des Advents, um unseren Freunden, Kollegen, Bekannten oder auch den Menschen, denen wir rein zufällig begegnen, den Blick zu öffnen, wofür all diese Gepflogenheiten und Bräuche stehen, die wir für selbstverständlich nehmen, denen wir derzeit geradezu unausweichlich ausgesetzt sind. Der Adventskranz, dann der Weihnachtsbaum, das Licht, der Stern, die Engel. All das sind Symbole, in denen Wahrheiten des Glaubens bildmächtig zum Ausdruck kommen. Für den Gläubigen sind die Engel keine dekorativen Jahresendflügelfiguren, sondern Boten des Willens Gottes. Mit dem Stern will der Herr uns Halt und Orientierung geben. Der eine Stern, nicht mehrere, wie die Sternchen des Showbusiness oder auch jene typografischen, die neuerdings unsere Texte, selbst kirchliche, verunstalten. Dieser eine Stern führt auch uns zur Krippe, zu Christus, dem Licht der Völker, den schon der Prophet Jesajas verheißen hat. Und so können wir dann tatsächlich Weihnachten feiern, die geweihte Nacht, erhellt vom Licht des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe.
Der lichtumflutete und prächtig geschmückte Weihnachtsbaum heißt uns dann wieder im Paradies willkommen, dessen Baum einst Ausgangspunkt des Falles des Menschen gewesen ist. Bemühen wir uns, all diese adventlichen und weihnachtlichen Symbole selbst neu zu verstehen, zu begreifen und dies dann an viele andere weiterzugeben. Dann sind auch wir in diesem Winter tätige Arbeiter in der Ernte des Herrn. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.